Helmut Schmidt ist ein ganz langes Stück deutsche Geschichte und sicherlich hat Helmut Schmidt auch viele Grundlagen dafür geliefert, dass sich Deutschland wiedervereinen konnte. Damit hat er natürlich auch mein eigenes Leben mitbestimmt. Er ist jemand gewesen, der immer sehr weit vorausgedacht hat und er ist jemand gewesen, der auch Konflikte nicht gescheut hat und der diese eben auch ausgetragen hat. Und damit ist er ein ganz großer Politiker gewesen, ein toller Mensch, eine große Persönlichkeit und es ist ein damit großer Verlust für Deutschland. Er hat einfach das gewisse Etwas, das hat er. Das sind so Männer, die, wenn sie da stehen, füllen sie den Raum. Und da gibt es nicht so viele von, aber Willy Brandt war so jemand. Clinton habe ich mal kennengelernt, der hat auch den Raum gefüllt. Wenn er da war, war der Raum voll. Es gibt so Männer, die das einfach, die diese Ausstrahlung haben. Und wenn das gepaart ist mit Intelligenz, dann finde ich das schon sehr reizvoll. Es gibt viele Facetten. Also ich habe gerade gesagt, also wie er sich verhalten hat, nicht nur politisch, fair und demokratisch und kritisch, hat er auch damals diese Katastrophe in Hamburg toll gemeistert. Also da kommt eine Mischung zusammen. Ich verbinde mit ihm einfach die Momente, dass er so viel Charakter hatte, dass er einfach getan hat und auch gesagt hat, was er gedacht hat. Und das tun ganz, ganz wenige. Also immer weniger in Deutschland. Deswegen ist ein großartiger Mensch, der in Deutschland sehr fehlen wird. Es ist ein großer Verlust. Aber er hat ein tolles Leben gehabt, hat sehr viel Gutes hinterlassen und ein vorbildlicher Mensch für die Nation.